Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Precision und wie man hier sehen kann, ein 5510, was hier zum Glück mal direkt hinten drauf steht. Und bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, stellen wir als allererstes sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Was man allgemein zu dem Gerät sagen kann, ist, dass das Display nur als komplette Einheit getauscht werden kann. Dazu muss man eben dann natürlich auch die ganze Unit abbauen. Die Tastatur kann einzeln getauscht werden. Dafür muss man dann aber wirklich alles inklusive Mainboard rausnehmen, um da ranzukommen. Und bei dem Touchpad ist es so, das kommt zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät zu öffnen, muss man zum einen alle Schrauben lösen, die hier außen herum um das Gerät laufen und auch unter dieser Abdeckung hier, die man einfach hochhebeln kann, sind nochmal zwei Schrauben. Und ich benutze hier für alle Arbeiten Universalwerkzeugset. Das ist mega praktisch, da ist wirklich alles drin, was man so gebrauchen kann. Schrauben, Aufsätze, Schraubenzieher, Öffner und so weiter. Ich habe mir jetzt hier das Passende schon mal zurechtgelegt. Und zwar ist es bei dem Gerät so, dass die Schrauben außen herum Torx-Schrauben sind. Dafür nimmt man dann eben ein T5. Steht auch auf dem Aufsatz selber noch mit drauf. Da kann man das ganz gut sehen. Und die Schrauben unter der Abdeckung hier, das sind normale Kreuzschrauben. Und dafür nehmen wir hier einen PH0. Wenn man dann alle Schrauben draußen hat, unter der Abdeckung die sind auch ein bisschen länger, also die habe ich getrennt aufbewahrt, kann man die Unterseite vom Gerät lösen und da sieht man hier die Verbindungslinie. Allerdings ist es bei dem Gerät so, das wird im Grunde genommen nur von den Schrauben gehalten. Es gibt so gut wie keine Einraststellen. Das heißt, im Normalfall reicht das, wenn man auf der Rückseite hier einfach mit den Fingern dazwischen geht und das dann nach oben hin einfach abnimmt oder weghebelt. Sollte es aus irgendeinem Grund doch mal sein, dass das ein bisschen fester sitzt, kann man auch einen von den Öffnern nehmen, die hier auch mitgeliefert werden und dann einfach hier an der Rückseite das Ganze ein bisschen nach oben hebeln. Aber wie gesagt, normalerweise sollte das wirklich schon mit den Fingern machbar sein und dann kann man die einfach abnehmen. Und so sieht die dann von innen aus. Und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und den Stecker sehen wir hier drüben. Und den kann man einfach direkt am Stecker seitlich greifen und dann nach hinten hin rausziehen. Und so stellt man eben sicher, dass da wirklich kein Strom mehr fließt. So, was man hier am offenen Gerät noch sehen kann, ist über dem Akku ist die SSD. Dann sitzen hier die beiden RAM-Slots und Riegel. Darüber sind die Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt oder auch die GPU, wenn eine verbaut ist. Und hier drüben sehen wir noch das WLAN-Modul. Und hier ist es auch so, dass der Akku jetzt in dem Fall langes Format ist. Den gibt es aber auch in einer gekürzten Variante. Und dann hätte man hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte.
Kann man sich also aussuchen und auch gegebenenfalls umrüsten. Um den Akku auszubauen, muss man nur die Schrauben hier lösen. Die sind auch alle mit M2 hier selber verzeichnet. Und je nachdem, welchen Aufsatz man hier drauf hat, das sind Kreuzschrauben. Das heißt, hierfür brauchen wir den pH 0. Und wenn man dann alle Schrauben gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Es sei denn, man vergisst eine, so wie ich. Und das ist aber auch gut, dass das passiert ist. Wenn das nämlich nicht super leicht geht, dann weiß man, dass man da was vergessen hat. Und ja, jetzt kann man hier auch ganz gut noch den Schacht sehen, wo die 2,5 Zoll Platz hätte. Da muss man dann allerdings Gehäuse, Adapter und so weiter mit dazu bestellen. Ja, und schon hat man den Akku ausgebaut. Den RAM zu tauschen oder auch einzubauen ist super einfach. Der wird nämlich nur von den beiden silbernen Klammern hier gehalten. Und wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt er einem förmlich entgegen. Ja, dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen. Und der Einbau ist genauso einfach. Der wird hier zurückgesteckt, nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Auch der SSD-Tausch ist super einfach. Die wird nämlich hier nur von einer Schraube gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die SSD hier so ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Je nachdem, wenn hier noch ein bisschen Kühlpaste ist, klebt die vielleicht so ein bisschen nach unten. Aber wie gesagt, einfach ein bisschen leicht nach oben und dann nach hinten raus. Und schon kann man die tauschen. Der Einbau ist genauso einfach, kommt zurück in den Slot. Es wird nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Auch die beiden Lüfter lassen sich jeweils einzeln tauschen. Und da ist es so, die werden von zwei Schrauben gehalten. Einmal hier und auch das Lüfterkabel muss man rausnehmen. Und hier drüben ist es so, da ist eine Schraube hier. Und die andere ist hier, die ist wahrscheinlich von einem Kabel verdeckt, hier drüben. Und die müssen beide raus. Und dann kann man den Lüfter einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Das Kabel hier aus der Führung rausholen. Und hier ist es so, ja, die Kabel sind da schon ziemlich dünn, würde ich jetzt nicht direkt dran ziehen. Man kann den Stecker hier aber seitlich greifen und dann nach hinten hin rausziehen. Und ja, so einfach lässt sich der Lüfter hier tauschen. Falls man bei dem neuen Lüfter mal nicht genau weiß, wie rum der Stecker reinkommt, da kann man sehen, der hat auf einer Seite Kontakte und die zeigen in dem Fall hier nach unten beim Wiederverbinden. Und ich würde das auch so in der Reihenfolge machen. Erst das Kabel wieder verbinden, dann vergisst man das zum einen nicht und zum anderen hat man dann auch nicht so eine Fummelei, wenn der Lüfter einmal drin ist. Und dann kommen die hier einfach wieder unter das Kabel, auch unter das hier auf die Position. Und dann muss man die nur noch wieder verschrauben. Dann noch die Kabel hier zurück in die Führung. Ja, und schon hat man was erledigt. Und wie gesagt, auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Da sind es eben dann die Schrauben und hier das Kabel. Den Akku wieder einzubauen ist auch super einfach. Der hat nämlich hier überall so kleine Hilfsöffnungen. Und dann kann man den genau in die Position bringen hier. Das muss nur da drauf. Genau so. Und dann fällt der eigentlich direkt auf die Gewinde in die richtige Position. Und dann muss man den nur noch zuschrauben. Also super einfach. Genau, und nicht vergessen, die beiden bleiben frei. Das sind nämlich in der Tat die Schrauben von hier.
Die landen genau hier. Also die müssen frei bleiben. Ganz, ganz wichtig am Ende, wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, ist nicht zu vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden. Sonst wundert man sich, warum der nicht mehr anspringt und muss das nochmal aufmachen. Und danach kann man das Gerät zumachen und wie eingangs erwähnt, gibt es hier kaum Einraststellen. Das heißt, man muss die Unterseite eigentlich nur wieder gerade von oben drauflegen. Ein bisschen nach unten drücken und einfach wieder alles verschrauben. Die beiden Schrauben hier unten drunter nicht vergessen und super schnell erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.